Welchen Stellenwert hat da Familie für dich? Ich meine, wenn man sowas erlebt hat, sieht man Familie anders als wir, die ja tagtäglich um sich haben, oder? Ja, Familie. Da meine Familie nie zusammen sein konnte, das heißt, wir wurden ja immer auseinandergerissen, ne? Von der Mutter, von den Geschwistern, jeder ist woanders aufgewachsen. Ich musste mein Leben hier irgendwie bewältigen, war immer schwierig. Familie finde ich toll, aber durch meinen Glauben finde ich, dass wir versuchen sollten, für jeden eine Familie zu sein. Das heißt, es gibt ja so viele Kinder, die keine Familie haben. Es gibt Familienfeste, wo ich sagen würde, gefällt mir nicht, weil es sind so viele Menschen, die keine Familie, auch in Deutschland, die haben auch die sitzen alleine, also ich mache schon mal Heiligabend, lade ich, wo ich weiß, der ist alleine, die ist alleine, der ist, dann habe ich einen riesenlangen Tisch und da sitzen alles Leute, die keine Familie haben. Von daher immer mal den Nachbarn fragen, ne? Möchtest du mal bei uns Heiligabend sitzen? Das ist immer eine Ehrensache, einen Gast einzuladen. Das bringt so mein Glauben mit, so mache ich das. Und dadurch fühlt sich auch keiner dann ausgeschlossen. Ja? Also Familienfeste, Freundefeste, das sollte man feiern. Mit Leuten zusammen sein, die man gern um sich hat, von denen man auch profitiert. Ne? Oder die gar nichts haben, auch gut. Ja, ja, aber damit ist die Frage nicht ganz beantwortet. Hat Familie für dich einen anderen, einen höheren Stellenwert oder einen niedrigeren Stellenwert als bei Menschen, die halt die ganze Familie um sich haben können? Ich kenne das ja nicht. Ja? Ich bin ja so aufgewachsen. Ich habe zwar Familie und ich besuche den da und die da, aber ich kenne das ja nicht, dass man... Gut, als meine Oma gelebt hat, dann sind wir alle zusammen nach Italien und haben auch ein Familien, aber da war ich ja kleiner, ne? Und die hat halt so lange gelebt, bis ich aus einem gewissen Alter gefestigt war, dass ich nicht so traurig war. Aber es hat einen Stellenwert, es hat einen guten Stellenwert. Ich finde auch Ehe, finde ich wunderbar, finde ich toll und empfehle ich weiter zu pflegen. Ne? Und Familie, klar. Ne? Kinder auf jeden Fall, immer eine schöne Sache. Aber ich bin jetzt nicht traurig, dass ich es nicht habe in dem Sinne. Ich bin erfüllt, so wie ich bin. Ne? Also ich bin nicht traurig darüber. Dann wollen wir noch mal ganz kurz auf deine Kunst übergehen. Alle Bilder, die ich bei dir gesehen habe, oder fast alle, sind sehr groß. 2 Meter mal 2 Meter. Ja. Hat das einen bestimmten Grund, warum du so groß die Sachen machst? Ich denke groß, ne? Ich denke einfach in großen Dimensionen. Für mich, ich will so viel von meinem bunten Gedanken, auch wenn das Bild so klein ist, dann wurde ich schon fertig. Aber ich freue mich jeden Tag, umso größer ein Bild ist, umso länger brauche ich dafür. Und wenn einer fragt, hey, mal, willst du mal kommen hier ein Bierchen trinken, sag ich heute nicht, ich muss arbeiten. Ja, im Moment male ich auf 2 Meter mal 2 Meter, so kleine Figürchen, das über eine Struktur, das sind Menschen aus Erde. Das sind ganz viele kleine Menschen. Und der eine springt, der eine lacht. Das sind so kleine Figürchen. Das macht Spaß. Dann sieht man, und das ja, 2 mal 2 Meter. Ja, und dann denke ich, oh, das könnte meine Nachbarin sein, das ist die und das ist der. Oder ich gebe den Leuten dann Namen. Auch das noch. Eine sogar, das bin ich, das habe ich erkannt. Ja. Ja. Also, um das festzuhalten, diese Menschen aus Erde, das hat ja auch einen spirituellen Hintergrund, ja, oder einen religiösen Hintergrund. Ja.
viele deiner Sachen sind religiös motiviert. Ja. Und du hast aber auch noch so eine traditionell afrikanische Schiene, die du da fährst. Gibt es auch Auftragsarbeiten bei dir oder machst du alles erstmal nur aus dir selbst heraus? Und wenn das einer schön findet, gut, und wenn nicht, dann bleibt es halt eben stehen. Oder? Ja, also Auftragsarbeiten mache ich nicht mehr, weil wenn ich irgendwo hinkomme und mir gefällt etwas, dann kann ich es kaufen. Aber wir sehen, jeder sieht die Welt mit anderen Augen. Wenn du zu mir sagst, ich möchte gerne ein blaues Bild haben und ich mache dann dunkelblau, das wollte ich so aber nicht. Und dann haben wir schon ein Problem. Ja? Das heißt, gerade Farben werden von jedem anders wahrgenommen. Deswegen, wenn ich ein Bild hängen habe und ich habe viele, dann kann derjenige sich eins aussuchen. Bei einer Auftragsarbeit wird das ein bisschen schwierig, weil auch Formen, der andere stellt sich halt, wenn er jetzt eine Kuh haben will, die stellt ja die schlanker, der eine dicker. Das wird ein Problem, deswegen sage ich, ich male ja so viel, ich habe ja so viel, das können die ja so. Auftragsarbeiten wenig. Was ich wohl mache, ich gehe in die Wohnung rein, wenn jemand ein schönes ein Haus gebaut hat oder so, und dann inspiriert mich quasi die Räumlichkeiten, die Menschen, und dann kann ich sagen, also hier fehlt Kreise, hier fehlen Ecken, hier, also ich versuche den Raum harmonisch zu gestalten. Dann würde ich ein Bild entwerfen für dieses Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, oder sowas. Aber da muss man auch Vertrauen haben, man muss meinen Stil mögen und sagen, okay, mach mir das auf deinen Stil, aber passend, dann bestelle ich auch die Leinwände bei Bösner, die machen die fertig und schicken mir das zu in den Größen, die die Leute haben, brauchen, und dann fertige ich dann manchmal ganze Häuser, mache ich immer. Sehr schön, dass du da warst. Danke. Adiam Haile Selassie. Von deinen Bildern gehört. Wir haben eben kurz ein paar sehen können in den Trailer. Wenn wir jetzt ein bisschen geweckt sind und sagen, wir möchten mehr davon sehen, wo können wir denn deine Bilder bewundern? Also mein Atelier ist auf der Stephanstraße. Wer das Sonnentau-Bioladen kennt oder die Stephanskirche, Adresse und Telefonnummer wird eingeblendet. Und dann kann man mich anrufen. Und dann für einen Besichtigungstermin vorbeikommen und sich dann entscheiden. Und wenn du auch wenn du eine Ausstellung machst, gib uns gerne Bescheid, wir teilen das gerne auf unserer Seite. Genau, das läuft schon öfters, Ausstellungen, dann mache ich öfters schon mal und dann werde ich das hier weitergeben. Gerne. Dankeschön. Danke sehr. Ich würde ja jetzt gerne so eine CD hochhalten, wo dann draufsteht, das Baskerville Duo oder irgendwie so, aber die weigern sich standhaft eine CD zu machen, weil jedes Stück jederzeit neu entsteht. Also es sind tatsächlich alles Dinge, die immer nur einmal da sind. Und genauso machen sie es jetzt wieder, das Baskerville Duo.